Wir mögen das Schweizerdeutsch, das ist was Schönes, ja. Das klingt für uns wie Urlaub, ja. Ja, das ist schön. Das war Schriftdeutsch. Das war Schriftdeutsch noch, ja? Ja, ja, schon. Schön. Man merkt, dass das von Herzen kommt bei dir, das ist wichtig, ja. So, wir machen Fortsetzung in unserem Zyklus in Jesaja. Da sind wir eigentlich heute Morgen so ungefähr stehen geblieben. Rühme, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger bist. Das ist ein Vers, den Paulus zitiert im Galaterbrief, ja, in Galater 4. Und Paulus sagt, dass Jerusalem das droben ist, Galater 4, 26, dass Jerusalem das droben ist, das himmlische Jerusalem, das ist die Freie, wie Sarah und Hagar. Ja? Dass Jerusalem das droben ist, ist die Freie, die ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, ich lese jetzt Galater 4, nicht Jesaja, ja? Galater 4, Vers 27, denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist oder die du keine Geburtswehen leidest, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Das schreibt er an die Galater, er schreibt das an die neutestamentliche Gemeinde, und wir wissen jetzt auch warum. Naja, weil Jesaja 53 gerade geschehen ist, Christus ist gestorben und auferstanden, die Gemeinde entsteht, und die entsteht ja auch in Galatien, und wir sind heilsgeschichtlich so in Kapitel 54. Ja, die Gemeinde ist da, und deswegen zitiert Paulus an die Galater und sagt, es geht nicht mehr um die Hagar, es geht jetzt um die Sarah, um die Freie. Es geht nicht mehr um das irdische Jerusalem, es geht jetzt um das himmlische Jerusalem. Das Jerusalem, was droben ist, wir sind von oben herabgeboren, weswegen wir ja auch wieder nach oben gehören, weswegen die Gemeinde abgeschlossen wird durch eine Hinaufversammlung. Weil wir von oben herab geboren sind und oben in, droben im Himmel, da ist unser Zuhause. Und das Jerusalem, das droben ist, das ist unser aller Mutter. Wie könnt ihr Galater denn wieder zurück zur Hagar wollen? Zurück zum Sinai, ja? Wir sind doch zu Sarah, wir sind von der Freien geboren. Wir gehören doch dem himmlischen Jerusalem an. Und da sind so Brücken, ja? Also wenn man Galater liest und kommt in Galater 4 hier an und liest diesen Vers, der geht ja noch weiter. Paulus sagt, wir aber, liebe Brüder, wir sind wie der Isaak. Wir sind nicht wie der Ismael, wir sind wie der Isaak. Wir sind Kinder der Verheißung. Abraham und Sarah haben ja einen Sohn der Verheißung bekommen, ja? Die haben ja mit etwas Nachhilfe den Ismael bekommen. Aber Gott sagt, nein, deine Nachkommen sollen dir in Isaak genannt werden. Und dann bekommt die Sarah im hohen Alter noch ein Kind. Das heißt also, wir haben ja jetzt die Tage schon gesagt, der Abraham, der hatte ja einen Auferstehungsglauben gehabt, weil der Abraham hat ja geglaubt daran, dass Gott den Isaak, wenn er ihn denn opfern würde, wieder auferwecken würde. Er sagt ja, wir gehen zum Berg, rüber zum Berg, und wenn wir angebetet haben, dann kommen wir wieder. Also hat Abraham einen Auferstehungsglauben gehabt, und weil wir an die Auferstehung Jesu glauben, haben wir auch einen Auferstehungsglauben. Und dann glauben wir so wie Abraham, wir sind also Abrahams Kinder im Geist und in Wahrheit. Ja, Abraham hat schon geglaubt und wir haben auch geglaubt. Jetzt hatte Abraham aber einen doppelten Auferstehungsglauben. Ja, der hat nämlich auch geglaubt, dass Gott den toten Leib der Sarah nochmal lebendig machen könne, sodass die im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebiert. Isaak, der die Galater ja sind, der wir alle sind. Also nochmal, also Abraham hat an die Auferstehung geglaubt, dass Gott den Isaak nach der Opferung wieder auferwecken könnte, weil alle Verheißung auf Isaak lag. Ja? Und wir glauben, dass Gott den toten Jesus nach der Opferung auferweckt hat, weil alle Verheißungen auf Jesus liegen, der Messias. Jetzt hat Abraham noch einen zweiten Auferstehungsglauben. Jetzt glaubt Abraham, dass Gott den toten, schon erstorbenen Leib, Römer 4, Römer 5, ja, dass Gott den erstorbenen Leib der Sarah lebendig machen könnte, dass Sarah im hohen Alter noch einen Sohn gebären könnte, nämlich den Isaak.
Und wir glauben, dass Gott den toten Leib der Tochter Zion noch lebendig macht, dass die Tochter Zion im hohen Alter nochmal Wiedergeburt erlebt. Nach 2000 Jahren die Tochter Zion nochmal Wiedergeburt. Da haben wir auch einen doppelten Auferstehungsglauben. Ja, natürlich. Zum Heil, um in den Himmel zu kommen, genügt ein einfacher Auferstehungsglauben, dass wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Das genügt. Ja? Das genügt. Aber wenn wir tiefer in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass Abraham ja auch geglaubt hat, dass Gott nicht nur den geopferten Isaak wieder zum Leben erwecken würde, sondern dass Gott auch den erstorbenen Leib der Sarah wieder auferwecken würde. Das heißt, er hat einen doppelten Auferstehungsglauben. Und wir glauben, dass Gott nach 2000 Jahren dieser Tochter Zion nochmal Gnade gibt, dass sie noch ein Kind der Verheißung gebiert. Was denn für eine Art von Geburt? Wiedergeburt. Das würde ja bedeuten, dass die Sarah im Alten Testament, 1. Mose 12, 15, 17, 22, dass da schon etwas stand, bildhaft, von der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit? Ja, natürlich. Ja, wer sagt das denn? Der Paulus sagt das mittelbar hier. Ja? Das heißt also, Abraham hatte einen doppelten Auferstehungsglauben, und wenn wir an die Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit glauben und glauben, dass die Tochter Zion im hohen Alter noch einen Isaak bekommt, haben wir auch einen doppelten Auferstehungsglauben. Das habe ich vor ein paar Jahren dem geschrieben. Aber der hat das nicht so richtig akzeptieren wollen. Ich habe gesagt, er sagt, man darf nicht so allegorische Auslegungen machen mit dem Alten Testament, die dann dogmatische Inhalte im Neuen Testament begründen sollten. Naja gut, sage ich, aber eines dieser beiden Auferstehungsglauben ist ja auf jeden Fall im Neuen Testament zum Dogma geworden. Dass also Abraham an die Auferstehung oder Auferweckung Isaaks geglaubt hat, das ist ja Zeugnis von Jesus und von Paulus im Neuen Testament. Und das ist verschriftet worden und das ist heilsnotwendig. Und wir machen ja gar nichts anderes dann auch mit dem doppelten Auferstehungsglauben mit der Sarah, ja, dass die im hohen Alter noch ein Kind gebiert. Versteht ihr das? Da sind wir aber noch in Diskussion. Es kann Jahrhunderte dauern bei den Theologen, ja, bis die da vorwärts kommen. Ich will da nicht spötteln, ja. Aber ich will euch nur ein bisschen gewiss machen. Wenn wir an die Wiedergeburt Jerusalems glauben können, dann sind wir in bester Gesellschaft. Wir hätten dann einen doppelten Auferstehungsglauben wie Abraham. Das ist was Großartiges. Das heißt, wenn wir tiefer in die Schrift hineingehen, finden wir da immer noch wunderschöne Dinge. Das ist bis ins letzte Detail, bis in die letzte Verästelung, ist das herrlich. Ja, das geht immer weiter und man kann das immer weiter in die Tiefe treiben. Man sieht, das ist alles wahr. Das Wort Gottes ist bis tief in die tiefste Tiefe und in die letzte Spitze, in den letzten Kanaf, wenn man so will, ja, ist das Wahrheit. Und die Brücke zu Jesaja, das war eigentlich so mein Ansatz, wie ich da überhaupt zu gekommen bin, mich mit so einem Jesaja-Zyklus zu beschäftigen, dass ich irgendwann mal angefangen habe, in Galater das so ein bisschen nachzuprüfen, wie der Paulus schreibt davon, dass wir wie Isaak sind. Wir sind wie Isaak Kinder der Verheißung. Ja? Und dass dieses Geburtsthema im Galaterbrief auch schon so umfangreich auch beschrieben und behandelt wurde und dass der so auffallend häufig aus Jesaja zitiert. Und wenn man jetzt sieht, dass das, was er den Galatern schreibt, hier aus dem Kapitel 54 kommt und dass das Kapitel 54 ja hier oben, dass das der Beginn der Gemeinde Jesu ist, weil Christus gerade gestorben ist, dann passt das heilsgeschichtlich wie die Faust aufs Auge. Ja? Und deswegen sage ich, der Paulus weiß ganz genau, was er schreibt. Der Paulus war ein Künstler im Wort. Ja? Das war ein Uhrmacher. Das war hochexakt, was der schreibt. Und die ganze Bibel hindurch ist hochexakt. Warum? Weil das Gottes inspiriertes Wort ist. Ja? Und diese Dinge, die müssen wir, das meine ich damit, wenn man Gottes Wort ein bisschen nachschärfen muss. Ja? Das heißt also, hier in Jesaja 54 steht, rühme du unfruchtbar, jetzt geht's los. Das himmlische Jerusalem, das wird jetzt gebären, das wird jetzt viele, viele Kinder bekommen. Ja? Viel mehr Kinder, als im alten Bund gewesen ist. Ja? Wir werden im neuen Bund glauben und werden zu Jesus kommen. Das ist das, was die Bibel sagt, mache den Raum deiner Hütte weit. Fürchte dich nicht, du sollst nicht zuschanden werden. Wer auf Jesus hofft, wird nicht zuschanden werden. Ja? Das ist das, das ist ja schon Neues Testament, was wir hier eigentlich lesen. Dann haben wir die Verse heute Morgen so ein bisschen angeschaut, ja? Und auch hier unten, ja, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Warum? Weil der Bund, den Gott geschlossen hat mit den Glaubenden, ein einseitiger Bund ist. Da haben wir schon mal gesprochen von, ja? Der Bund vom Sinai war zweiseitig. Wenn ihr tut, werde ich. Wenn ihr das befolgt, werdet ihr ewig leben. Aber das ist eine Bedingung. Das muss eingehalten werden. Den Bund mit Abraham, also den Bund mit den Glaubenden, den hat Gott mit Abraham geschlossen, als Abraham schlief, oder? Der hat geschlafen, der hätte ja gern den Bund mit Gott geschlossen. Der hat ja diese Tierhälften gegenübergelegt. Und damals war es so, dass man Tiere opferte und auseinandernahm, der eine Hälfte links, die andere rechts. Und dann ging man durch die Mitte hindurch und dann war ein Bund geschlossen, wie man heute einen Vertrag unterschreibt. Und das war damals auch von Gott angefragt worden beim Abraham. Abraham hat das vorbereitet und dann hat er gewartet und Gott kommt nicht. Und dann fällt Abraham in einen Schlaf, in einen unheimlichen Schlaf, in einen Sündenschlaf. Dem wurde seine Schuld bewusst, der ist in die Finsternis seines eigenen Ichs ist er gekommen. Und da schließt Gott den Bund mit ihm. Ja? Da geht Gott durch diese Stücke hindurch. Das heißt, dieser Bund ist geschlossen worden, ohne dass der Abraham da Anteil hatte dran. Und da habt ihr auch keinen Anteil dran. Deswegen könnt ihr den Bund auch nicht brechen. Das ist göttliche Erwählung, wo Gott euch hinzugerufen hat. Warum sage ich das? Weil das sicher, das ist gewiss, das ist Heilsgewissheit. Da ruht unsere Heilsgewissheit drin. Ja? Dieser Bund, den hat Gott geschlossen, da haben wir geschlafen, da haben wir, als wir unsere Sünden erkannt haben, da hat Gott diesen Bund geschlossen. Und den hat er einseitig geschlossen, in Christus für uns. Ja? Gott ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Wie soll man es denn noch ausdrücken? Da ist Gott schon für uns gestorben. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist das Evangelium. Diese Heilsgewissheit ist keine Emotion. Das ist Überzeugtsein von diesem Schriftwort und dem Verständnis, was für eine Qualität dieser Bund hat, den Gott mit uns in Christus geschlossen hat. Da hat er die Verantwortung. Und so bete ich auch. Ich sage, Jesus, du hast es angefangen. Bitte bring du das auch zu Ende. Schreibt Paulus das mal? Ja, dem Timotheus, ja? Das gute Werk, was der Herr angefangen hat, das möge auch vollenden. Ach so, dann ist es ja Gottes Verantwortung. Ja, dann stellen wir uns auch da drauf, in aller Demut und Bescheidenheit und sagen, Herr Jesus, für meine Heil, da habe ich gar keine Verantwortung mehr. Das ist alles bei dir, ja? Und du hast ja gesagt, wer hofft, der soll nicht zu Schanden werden, ja? Dann will ich mal hoffen. Wir hoffen ja nicht einfach so. Bei der Bank haben wir gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, so sagt man im Volksmund, das kennt ihr auch. Bei der Bank haben wir gesagt, Hoffnung verlängert das Siechtum. Ja? Warum? Weil Hoffnung oftmals unbegründet ist und nicht in Erfüllung geht, ja? In weltlichen Zusammenhängen. Fand ich lustig. Hoffnung verlängert das Sichtum. Ja, was für eine schreckliche Aussicht, ja? Aber die Hoffnung in Christus, die ist begründet. Ja? So bleiben nun Glaube, Hoffnung, Liebe. Liebe ist die größte unter ihnen. Ja? Und ihr werdet nicht zuschanden werden. Wer auf Christus hofft, wird nicht zuschanden werden. Und wenn die Rabbis das 100-mal und 1000-mal und 10.000-mal sagen, wer auf Christus hofft, wird nicht zuschanden werden. Weil Gott da alle Verheißungen drauf gelegt hat. Wie auf den Isaak. Ja? Und wenn wir glauben, dass im hohen Alter Jerusalem nochmal wiedergeboren wird, das glaubt doch keiner. Ja? Aber dann haben wir einen doppelten Auferstehungsglauben. Aber wenn ich sage, Jerusalem wird wiedergeboren werden und die Leute zu mir sagen, aber ein Bruder hat gesagt, das wird nie, nie, niemals passieren, dass die Rabbiner in Jerusalem sich zu Jesus bekehren. Das wird nie passieren. Das hat er wörtlich so geschrieben in der E-Mail. Ich glaube, dreimal nie hintereinander. Dann sagt er eigentlich, das wird nie, nie, nie passieren, dass Sarah noch ein Kind kriegt. Die ist ja unfruchtbar. Jerusalem ist da schon 2000 Jahre über seine Zeit hinaus. Ja, Jerusalem hatte mal Geburt erlebt zu Pfingsten, aber das ist ja schon alt, das ist schon lange her. Das ist alles vorbei. Nein, 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 nein. Das kommt noch. Gott hat noch eine Verheißung da offen. Ja? Und das ist was Schönes. Und das heißt also, wenn jemand sagt, das wird nie passieren, dann würde der auch an der, na, wie soll man sagen, an der Spätgeburt der Sarah zweifeln, dass sie noch einen Isaak geboren hat. Und sie nennt den Isaak ja auch lachend, ja? Und man weiß nicht genau, ob sie das sagt, weil die Leute lachen über sie oder weil die Leute mit ihr lachen. Ja, ob die Leute sich freuen, sagen, das ist aber schön, dass du noch ein Kind, du bist ja schon 90 Jahre alt, du hast noch ein Kind gekriegt, ja, schön, ja. Oder ob die Leute sagen, habt ihr das schon gehört, tuschel, tuschel. Wahrscheinlich heißt es beides. Im Hebräischen kann man das nicht unterscheiden. Aber sie nennt ihn so, lachend. Und wenn ich von der Wiedergeburt Jerusalems erzähle, dann lachen die Leute und manche schimpfen auch und sagen, nein, warum erzählst du immer davon? Ja, ganz Israel wird gerettet werden, ja. Da fehlt das Verständnis der Schrift. Aber ihr, wenn ihr das so nachvollzieht, dann bekommt man, wisst ihr, wir werden immer feiner mit dem Hören. Wir können immer genauer sehen. Wir sehen, dass sich da was bewegt. Jesus kommt. Ja? Wir kämpfen ja auch mit Corona und wir kämpfen mit den Zeiten, die im Moment sind und wahrscheinlich auch demnächst noch mit finanziellen Nöten und wer weiß, was noch kommt. Aber wir haben Gewissheit, wir wissen, was kommt. Wir sind Unterwiesene, ja? Gott gibt uns das.
Ja? Also das ist Jesaja 54, große Verheißung, ja. Und dann auch hier, ganz wunderschön, ja. Und alle deine Kinder, also alle, die im Neuen Testament, die Kinder dieses himmlischen Jerusalem sind, die sind vom Herrn gelehrt und haben großen Frieden mit ihren Kindern. Wieso sind die denn vom Herrn gelehrt? Naja, das sagt der Johannes doch im ersten Johannesbrief, ja. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern der Geist lehrt euch alles. Ja, das steht ja schon in Jesaja. Alle deine Kinder sind direkt vom Herrn gelehrt. Ja, das geht zwar manchmal über Umwege, über einen Pastor, aber da spricht Gottes Wort direkt zu uns. Und wenn ihr das im Wort Gottes wiederfindet, gehört das ja euch. Das ist ja euer. Das könnt ihr dann noch im Wort wieder weitergeben. Ja, da ist jeder, das Manna wird nicht alt. Ja, das bleibt frisch, weil das direkt aus dem Wort kommt. Wir werden direkt vom Herrn gelehrt. Das ist das Vorrecht der Gemeinde Jesu. Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter, weil jetzt kommen wir zu den Gemeinden aus den Heiden. Das sind jetzt wir. Ja. Das andere waren vielleicht noch, die Gemeinde Jesu begann ja mit den Juden, aber jetzt macht Gott den Bund groß und sagt, wohlan alle, nicht nur Israel, ja, alle, die ihr durstig seid, kommt zum Wasser. Auch ihr Schwaben und ihr Pfälzer, ja, und ihr Deutschen und ihr Amerikaner und ihr, ja, ihr dürft alle, wer auch immer zu Jesus kommt. Gott bietet sich an, sagt, kommt doch, kommt zu mir, kommt her zu mir. Die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch, ja? Warum zählt ihr Geld da, wo kein Brot ist und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt? Meint er da im Gesetz? Warum arbeitet ihr im Gesetz und werdet nicht satt und eure Seele wird nicht friedlich? Kommt her zu mir, hört mir zu. Ich habe was zu sagen, ich rede von meinem Sohn, ich habe einen Bund geschlossen. Der soll für euch gelten, wenn ihr den annimmt. Dann seid ihr da, gehört ihr dazu, ja? Das ist das, hört mir doch zu und esst das Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, Völkerschaften, Heiden, Goyim, die Goy, die Völkerscharen, ja? Und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des Heiligen in Israel, der dich herrlich gemacht hat. Das Evangelium geht in die ganze Welt, ja? Und jetzt betreten wir ein bisschen Neuland. Also bis dahin sind wir heute Morgen eigentlich gekommen. Und hier steht jetzt dann, da sagt Gott im Wesentlichen zu den Christen, das geht jetzt Christen an, bleibt mir treu. Ja? Der Herr spricht, ja, so spricht der Herr, halte das Recht und tut Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe. Ich komme, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Endzeit in der Christenheit wird hier beschrieben. Das ist unsere Zeit, ja? Denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der solches tut, und dem Menschenkind, der es festhält, dass er den Schabbat halte und nicht entheilige, und halte seine Hand, dass er kein Arges tue. Den Sabbat möchte ich gern auch ein bisschen neutestamentlich ausdeuten. Das ist für uns Christen nicht der Samstag. Es ist auch nicht der Sonntag. Ja? Es ist gut, dass es einen Tag in der Woche gibt, an dem man ruht. Das ist gut, da hat man auch Zeit, in eine Gemeinde zu gehen, ja? Und ist auch gut, dass der Mensch 6 Tage arbeitet. Das ist uns auch gut. Ja? Das ist gut. Das hat Gott so eingerichtet. Aber unser Sabbat ist nicht mehr das alttestamentliche Schattenbild eines freien Tages. Unser Sabbat ist Christus. Weil wir in Christus ruhen von unseren Werken. So wie Gott am 7. Tage ruhte von der Schöpfung der Welt, so ruhen wir auch in Christus. Denn in Christus ist die Arbeit im Gesetz beendet, weil wir glauben an das Werk, das er getan hat, was ihm teuer geworden ist, was er mühsamst erarbeitet hat. An das glauben wir, und da ist für uns Sabbat immer. Christus ist unser Sabbat. Und deswegen möchte ich das ein bisschen aus dem Alten Testament rauslupfen, weil hier geht es um die Gemeinde Jesu, die hier angekündigt wird, nachdem Christus gestorben und auferstanden ist. Natürlich ist der Text hier 800 Jahre geschrieben, bevor Jesus kam. Natürlich ist das an ein Volk geschrieben, was im Gesetz vom Sinai groß geworden ist. Und der Text stellt sich auf diese Perspektive ein. Aber er schaut über den Sinai hinaus zu einem neuen Bund, zu einem Messiasbund, der neu sein wird. Ein Bund in einem Melchisedek, ja, der noch verborgen war zu der Zeit, als das formuliert wurde. Das ist eine Prophetie, eine Vision, ein Hinschauen, ja. Und der Fremde, der zum Herrn sich getan hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Mir kann der Herr nicht vergeben. Ich bin nicht wert, dazu zu gehören. Das soll mir nicht sagen, ja.
Und wir sollen sagen, ja, ich bin halt so, ich bin ein Bettler, das ist wahr, ich bin ein Bettler, das sagt Luther gegen Ende seines Lebens. Wir sind Bettler. Ich bin ein alter, stinkender Madensack, sagt er. Aber Jesus hat mich lieb. Er war ein bisschen schroff, der Luther, ja, das muss man sagen. Aber wisst ihr, wenn der nicht so aus Granit gewesen wäre, was hat der Mann durchgekämpft, ja? Der schreibt ja mal an den englischen König, ich bin auch nicht aus persischem Marmor entsprungen, sagt er. Ich bin auch nur ein Mensch. Wen jagt ihr denn? Einen Floh. Ja, ich bin ein kleiner Mensch, was wollt ihr denn von mir? Ja, aber der Herr Christus, der hat mich groß gemacht. Ja, das war der Luther. Und der war schon ein kantiger Kopf. Wenn ihr die Lieder hört, das hört man doch an der Musik, oder? Der Herr konnte aber auch, entschuldigen, der konnte kein Männlein nehmen da oder ein Weiblein. Das wäre ja von dem Wind einfach weggeweht worden, ja. Der war in vielem natürlich noch katholisch, der war Kind seiner Zeit. Ja, aber das schreibt er, wir sind Bettler, das ist wahr, das ist auch nichts Schlimmes. Ja, wir erkennen die Wahrheit über uns selber. Und das macht uns ja auch nüchtern. Das macht uns ja auch ehrlich, uns gegenüber. Und das ist auch nicht schlimm, weil wir haben jemanden, der uns reich macht. Ja? Und deswegen hinken wir heimwärts. Wir hinken als Bettler. Ja? Und sind trotzdem Geliebte. Das ist das, was das Evangelium uns sagt. Ja? Und hier, guckt mal hier unten, wie das steht hier. Ich will ihnen in meinem Hause und in meinen Mauern einen Ort und einen Namen geben, besser denn Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Also ihr Verschnittenen, sagt nicht, ich bin ein dürrer Baum. Ja? Oder der Herr wird mich scheiden von seinem Volk oder ich kann nicht dazugehören. Ich sage, da kommt zu mir, ich gebe euch einen Namen, der ist noch besser als Söhne und Töchter. Warum? Weil ihr nicht nur Söhne Gottes seid, ihr werdet teilhaftig der göttlichen Natur. Das ist die Verheißung. Hier ist etwas Großes, was hier gezeigt wird. Und Gott sagt, haltet das bitte fest, ihr Gemeinde Jesu. Fallt nicht von mir ab. Halte das fest, halte das recht und tut Gerechtigkeit. Mein Heil ist nahe. Geht nicht weg davon. Und das seht ihr heute in den Gemeinden, wie man das immer weiter aufweicht, das Evangelium. Wie man das immer mehr politisch korrekt macht. Wie man immer mehr versucht, sich so durchzulavieren. Und man kann die Pastoren verstehen, die stehen richtig im Feuer. Die kriegen nachmittags Anrufe. Bis abends spät müssen die telefonieren und sonntagmorgens dann predigen. Ja? Die kriegen richtig Druck. Und da ist gut, wenn die Ältesten in den Gemeinden den Pastoren auch zur Seite stehen, wenn es gute Pastoren sind. Gar keine Frage. Das sind manchmal einsame Leute, ja? Und da ist wichtig, wenn die Ältesten sich dann da auch um ihre Pastoren auch kümmern, ja? Das gibt's ja auch noch. Gut, also das ist der Ruf, treu zu bleiben und bei Gott zu bleiben, ja? Da ist also, wo Gott auch sagt, mein Haus wird heißen ein Bethaus allen Völkern, ja? Der Bekannte von uns aus der Pfalz, der ist mal unterwegs gewesen und war im Urlaub irgendwo im Ausland, ich glaube in Italien oder wo er gewesen ist, und da ist er in eine Synagoge gegangen und dann hat ein Rabbiner ihn angesprochen aufs Judentum, da sagt er, ich glaube schon an der Heiland, gell, also ich so ein bisschen Pelzer, auf seinem breiten Pelz, ich glaube schon an der Heiland, an der Herr Jesus. Da sagt er, ja, was machen Sie dann hier? Ha ja, in der Bibel steht ja, mein Haus soll ein Bethaus sein allen Völkern, da komme ich halt auch, ich gehöre auch zu allen Völkern, komme ich auch zu euch, ja. Schön, gell? Hat die Freiheit, da hat er mit dem Rabbiner da über den Glauben gesprochen, über Jesus gesprochen. Hat Briefverkehr gehabt mit der Golda Meir. Er hat in Frankfurt in der Paulskirche gepredigt. Spannende Leute gibt's, ja? Werden wir mal alles treffen wird im Himmel, ja? Haben wir am Abendtisch kurz drüber gesprochen, ja? Das wird schon spannend. Und wir sind natürlich alle auf einem Stock da in dem himmlischen Jerusalem. Wir haben alle die Zimmer nebeneinander, damit wir weitermachen können hier. Ja? Und ab und zu fragen wir den Herrn, ob das auch recht ist, so wie wir das machen, ja, dass wir da nicht schieflaufen. Ja? Schön, ja. Also mein Haus wird hausen, ein Bethaus allen Völkern. Das ist ein Gott, der Gemeinschaft sucht. Ja? Der sucht die Menschen. Wie hat doch der Herrgott die Leute so lieb? Übersetzt der Luther, ja? Alle Tiere auf dem Feld, kommt und fresst ja alle Tiere im Wald. Alle sollen kommen. Kommt her zu mir, ja? Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oh, jetzt wird's heftig. Weil jetzt spricht Gott die Dinge auch an. Alle ihre Wächter, das sind die Pastoren, das sind die Pfarrer, die eingeschlafen sind, die sind blind. Sie wissen alle nichts, die kennen Gottes Wort nicht. Stumme Hunde sind sie, die nicht strafen können. Sie sind faul. Sie liegen und schlafen gerne und surfen im Internet. Ja, versteht ihr das? Wisst ihr, warum da nicht mehr gepredigt wird? Weil die nichts mehr haben. Das sind Habenichtse. Ja? Das ist ein Drama. Ja, natürlich. Entschuldige, ich mache das ein bisschen, da ist es ja auch schon spät. Aber dass ihr das versteht. Ich meine, der Herr spricht das ja ganz offen an. Warum soll ich das denn heute nicht auch offen ansprechen? Ja? Wenn der Computer abends zu lange an ist, man hat irgendwo drauf geklickt und ist da ganz komisch hängen geblieben. Ja? Das gibt's. Ja?
Und da ist ein Heiligungsleben gut, ja, dass man da vorsichtig ist. Gott vergibt auch. Wir leben auch aus Gnade, gar keine Frage. Aber wenn man so weit geht, dass man irgendwann faul ist und nur noch liegt und gerne schläft und allem blödlichen anderen blöd, wo soll das Wort Gottes denn dann herkommen? Das kann ja nirgendwo mehr kommen, ja? Und das wird hier angesprochen. Alle ihre Wächter. Ja, gut, aber so frontal kann man das ja auch nicht sagen. Alle. Da gibt's ja sicher auch noch Ausnahmen. Nee, Gott macht das ein. Der sagt einfach alle. Ja? Meine Mutter sagt schon mal, ja gut, aber das kannst du ja jetzt nicht so, musst du ja auch ein bisschen differenzierter sehen. Sag ich, Mama, wenn ich das so differenziert sagen würde, über 80 Millionen Bundesbürger, da wäre ich ja übermorgen noch dran. Ja? Und Jesus hat das auch einfach mal ein bisschen verkürzt, damit man mal weiß, worum es geht. Dann kann man es immer noch relativieren. Hier wird gar nichts mehr relativiert. Alle. Ja? Das ist Abfall. Und es wird ganz offen, ganz frontal angesprochen. Das ist unangenehm. Ja? Aber das ist das, was Jesaja tun soll. Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht strafen können. Sie sind faul, liegen und schlafen gerne. Es sind aber gierige Hunde, die nimmer satt werden können. Sie, die Hirten, wissen keinen Verstand. Ein jeglicher sieht auf seinen Weg, statt auf den Weg der Gemeinde. Ein jeglicher geizt für sich in seinem Stand. Ich kenne einen Pastor, der ist nebenbei noch selbstständig. Kann sich ein bisschen was dazu verdienen. Klar hat er keine Zeit für die Bibel. Der muss ja Rechnungen schreiben, muss ja Vertrieb machen, muss ja Reklamationen bearbeiten. Ja, da bleibt da keine Zeit mehr für. Macht man hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Das ist einer, der rasselt mit den Ketten. Dem genügt sein Pastorentum nicht mehr. Der will mehr. Der hat gedacht, Mensch, ich hätte ein guter Manager werden können. Ich hätte ein Geschäftsführer werden können. Ich hätte im Jahr 250.000 Euro machen können. Und dann über 10 und über 20 Jahre, da haben wir 5 Millionen Euro auf dem Konto. Und ich Dummkopf habe mein Hobby zum Beruf gemacht und bin Pastor geworden. Versteht ihr, das läuft doch heute. Und noch viele, viele andere Dinge, die man überhaupt nicht erzählen will. Ja? Kommt ein Gemeindeleiter zu mir und sagt, ja, wir haben finanzielle Probleme. Ja, ich schneide es wieder raus, hängen dran. Wir haben aber jemanden gefunden, der hat ein tolles Business und da investieren wir jetzt die Gelder von der Gemeinde rein. Ja, der hat uns Rendite versprochen von 20%. Vielleicht, ja, muss man da die Kasse aufmöbeln, hat man da irgendwo Außenstände, die nicht gut sind. Muss ich als Gemeindeleiter Spendengelder daran investieren, um die Kasse wieder aufzumöbeln? Wo ist das Geld denn hingegangen? Was hat man denn gemacht? Das hat man veruntreut. Und das versucht man so wieder irgendwie einzufangen. Dann geht man diese Risikogeschäfte ein. Das ist heftig, ja? Also ich habe nichts dagegen, wenn jemand seinen Job macht und da auch Geld verdient und auch gutes Geld verdient. Das ist ganz, da hat Gott auch nichts gegen. Das ist eine ganz normale Sache, ja? Ich habe nur was dagegen, wenn hinter den Geschwistern, wenn die ihre Spendengelder an die Gemeinden geben, wenn solche Dinge getrieben werden. Weil es ist ja nur die Spitze vom Eisberg, da läuft ja noch viel mehr. Ja? Und das ist das, was hier angesprochen wird. Es sind gierige Hunde, die nimmer satt werden können. Die können nicht satt werden, die sind unersättlich. Sie, die Hirten, wissen keinen Verstand. Ein jeglicher sieht auf seinen Weg. Ein jeglicher geizt für sich in seinem Stande. Ja, und natürlich, wir leben alle vom Geld. Ihr müsst Butter kaufen, ihr müsst Essen kaufen, ihr müsst Brot kaufen, ihr müsst Milch kaufen. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem ist gut, wenn man ein relativ entspanntes Verhältnis zum Geld hat. Ja, dass man das entspannt sieht und damit gut umgeht. Manchmal muss man das Geld hart zusammenhalten. Und manchmal muss man gut geben, ja. Also ein jeglicher sieht auf seinen Weg, ein jeglicher geizt für sich in seinem Stande, kommt her, lasst uns Wein holen und es vollsaufen und morgen soll sein wie heute und noch viel mehr, ja, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, heißt es im Fernsehen, ja. So steht es ja, noch mehr, wir können überhaupt nicht genug kriegen, komm, lasst uns Wein holen, lasst uns vollsaufen, morgen sind wir eh tot, jetzt lebe ich doch. Und das zerrt an den Pastoren. Und die stehen auch unter einem geistlichen Kampf. Die stehen auch unter einer Anfechtung. In der geistlichen Welt, da passiert was. Da, der Teufel will nicht, dass die Gemeinde da noch weiter steht. Ja? Und die Hure Babylon, die hat überall ihre Fänge und ihre Tentakel und klatscht jeden an und fatscht jeden an und zieht jeden mit sich und beschmutzt jeden und versucht jeden irgendwo in Misskredit zu bringen oder zu Fall zu bringen. Alle möglichen Stricke werden da gelegt. Ja? Das ist wirklich ein Kampf. Und das ist die Haltung der Hirten eigentlich, ja. Aber der Gerechte kommt um, jetzt kommt der Abfall. Das war die Warnung hier, jetzt wird's finster, deswegen habe ich das so ein bisschen angeschwärzt. Das ist nicht mehr himmelblau, das ist jetzt so ein bisschen schwarz, das wird noch schwärzer, ja. Aber jetzt wird der Abfall kommen. Der Gerechte kommt um und ist niemand ist, der es zu Herzen nehme. Und heilige Leute werden aufgerafft oder hingerafft und niemand achtet darauf. Denn die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück. Und die richtig vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern. Und ihr? Kommt herzu, ihr Kinder der Tagewählerin, ihr Same des Ehebrechers und der Hure, ihr Hurenkinder.
ihr geistlichen Hurenkinder, kommt her, über wen wollt ihr denn jetzt spotten, sagt Gott. Ja? An wem wollt ihr nun eure Lust haben? Über wen wollt ihr nun das Maul aufsperren und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht die Kinder der Übertretung und ein falscher Same, die ihr in der Brunst zu den Götzen lauft, unter alle grünen Bäume und schlachtet die Kinder an den Bächen, unter den Felsklippen? Oioioioioioi, das ist ja Verschwörungstheorie in der Bibel. Das ist Gottes Wort. Das hat's damals gegeben und das gibt's heute auch. Diese alten ägyptischen Kulte, die haben nicht aufgehört. Paulus wusste auch davon. Der hat gesagt, es gibt Dinge, schreibt er im Epheserbrief, glaube ich, es sind Dinge, die sind schändlich auch nur zu sagen. Und da gehörten diese schmutzigen Kulte gehörten dazu, deren Musik heute unsere Popmusik ist, wo sie da mit ihren Hörnchen auftauchen und lauter diese Satansymbole da zeigen. Das ist Kultmusik, die da gezeigt wird, unserer Jugend. Ja, das ist satanische Kulte und die zeigen, die schämen sich nicht mal mehr, die zeigen das offen. Die kommen offen und das hier, das passiert auch, dass da Kinder geopfert werden. Ja? Ihr seid erwachsen und ihr wisst was, das dringt ja überall an die Oberfläche. Viele können sich das nicht vorstellen, viele glauben das noch nicht. Ich glaube, das hängt noch viel tiefer in den ganzen Eliten. Eliten verdienen die überhaupt nicht die Bezeichnung. Ja? Die Eliten glauben alle. Die glauben nur an einen falschen Gott. Die sind alle religiös, sonst kommst du gar nicht dahin. Die haben nur einen falschen Gott. Das ist der Punkt, ja. Und das sagt die Bibel sehr oft, sehr offen, ja. Sie laufen unter alle grünen Bäume und laufen zu ihren Götzen. Wen beten sie denn da an? Den Baal und den Baphomet und was es so alles gibt da, ja. Und dann schlachten sie die Kinder an den Bächen unter den Felsklippen. Dein Wesen ist an den glatten Bachsteinen, die sind dein Teil. Ihnen schüttest du dein Trankopfer, da du Speisopfer opferst. Sollte ich mich darüber trösten? Du machst dein Lager auf einem hohen, erhabenen Berg und gehst da selbst auch hinauf, um zu opfern. Wir haben in Pforzheim so einen großen Gasometer, da wird im Moment der Pergamonaltar ausgestellt. Ja? Das ist so ein Rundbild, da kann man den Pergamonaltar sehen, ein blutiges Bild. Der Pergamonaltar, der gilt auch allgemein als der Thron Satans, ja? Das ist ja aus der Offenbarung bekannt. Und dieser iranische Künstler, der den da gemacht hat, der hat den dann immer abgezeichnet in Berlin. Der war in der Architekturfakultät, hat er Zeichnen gelehrt. Und die haben immer diesen Pergamonaltar abgezeichnet. Und er hat jetzt diese Reliefs alle ergänzt und vervollständigt und hat dann auch in Pergamon, da ist er dann hingefahren, hat dann Stahlgerüst aufgestellt und hat diese Landschaft mit diesem Pergamonaltar, mit diesem Thron Satans, die hat er wieder visualisiert mit dem Computer und hat die dann in diese Rotonde dann reingemacht. Und in diesem Gaskessel, da kann man dann so innen reingehen, auf so ein Stahlgerüst in halber Höhe. Außenrum ist diese Tonne. Und von dem Stahlgerüst kann man sich dann das Bild anschauen mit Musik und mit Tanz und Pan sind dann da und griechische Orgien werden da gezeigt. Und mittendrin dieser Altar Satans. Das sind blutige Bilder, die werden heute gezeigt. Ja? Und dann waren wir in Berlin auch, haben wir auch da diesen Pergamonaltar besucht. Ja? Das ist schon ein Ding, was da läuft. Der eigentliche Altar, der wird nämlich gar nicht gezeigt. Es wird nur die Treppe gezeigt, dann hört der Altar auf. Ob der 100 Meter tiefer im Bunker unten ist, weil da wurde ja geopfert, gell? Wer weiß das? Der wird renoviert, der wird bis 2037 wird er geschlossen. Lange, bis 2037. Und der war jetzt gerade so viele Jahre zu, da konnte man nur kurz rein, jetzt wird er wieder geschlossen. Und ich glaube 500 Millionen Euro wollen die da haben, um das kleine Ding da zu sanieren. Ich weiß jetzt nicht genau, was da läuft. Aber eins weiß ich, dass im ausgehenden Römischen Reich, das Römische Reich komplett verrottet war, komplett verrückt. Und die haben Sachen gemacht, die will ich von hier vorne überhaupt nicht formulieren. Und ich glaube, heute ist das noch viel schlimmer. Denn das Römische Reich, in dem leben wir gerade, das ist Europa, das bricht gerade zusammen. Da kommt was anderes, da kommt was Neues. Ja? Und das sind die Dinge, die hier im Abfall dann auch beschrieben werden. Du machst dein Lager auf einem hohen, erhabenen Berg. Hinter die Tür und den Pfosten setzt du dein Denkmal, verborgen, versteckt. Hast du deine Götter, die du anbetest, denn du wendest dich von mir und gehst hinauf und machst dein Lager weit und verbindest dich mit ihnen. Du liebst ihr Lager, wo du sie ersiehst. Geistlicher Ehebruch. Ja, das läuft in der Endzeit. Wenn du rufen wirst, dann lass dir doch deine Götzenhaufen helfen. Du hast dir die Götzen angebetet, lass die dich doch helfen, die dir doch helfen, ja? Das ist ja fast schon Zynismus Gottes, ja? Aber der Wind wird sie alle wegführen und ein Hauch wird sie wegnehmen. Nämlich, wenn Christus kommt, wird er ihn umbringen durch den Hauch seines Mundes.
Ein Hauch wird sie alle wegnehmen, ja? Aber wer auf mich traut, der wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Und Gott wird sagen, machet Bahn, räumet den Weg, hebet die Anstöße aus dem Wege meines Volkes. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich, merkt ihr, wie der Herr das wieder heil macht, was er gerade gesagt hat? Wir haben ja gerade tief in einer eitrigen Wunde gestochert. Tief. Und es hat gestunken. Ja? Und jetzt macht Gott es wieder gut, weil er nicht will, dass seine Kinder mit so Gedanken da rausgehen aus so einer Mahnung. Ja? Der heilt das, weil er ein Heilandgott ist. Ja? Jetzt gibt er Verheißung und sagt, denkt, was ich euch verheißen habe und was passiert. Ja? Er macht das wieder gut, dieses ganze Zeugs, wo wir gerade von geredet haben. Ja? Macht Bahn, denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Ist das nicht schön? Ach, so ist Gott. Also wenn ihr einen gedemütigten Geist und ein zerschlagenes Herz habt, dann seid mal nicht ungetrost, da wohnt Gott bei euch. Die Leute sucht Gott ganz besonders auf. Ja? Das ist was ganz, ganz Feines, was hier steht. Und da erinnert Gott dran, ja? Ich wohne in der Höhe und ich wohne im Heiligtum, aber bei denen wohne ich auch. Da wohne ich. Da will Gott wohnen. Auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Ich will, dass ihr wieder erquickt seid, dass ihr erfrischt seid, dass ihr wieder laufen könnt, dass ihr gehen könnt, dass ihr frei seid, ja? Dass ihr wisst, Gott ist mit mir. Und er geht voraus. Und wir kommen auch durch so verrückte Zeiten, die wir jetzt haben, ja? Weil Jesus für jeden von uns einen Weg hat. Ja? Das ist was Schönes, eine schöne Verheißung. Ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sondern es soll von meinem Angesicht ein Geist wehen und ich will Odem machen. Ich war zornig über die Untugend ihres Geistes und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Da gingen sie hin und her im Wege ihres Herzens. Also das ist diese Gerichtsnachricht, die dort von Gott dieser Abfall, der dort beschrieben wird. Und dann schreibt er, rufe getrost, schone nicht, erhebe die Stimme wie eine Posaune. Verkündige meinem Volk ihr Übertreten und dem Hause Jakob, das ist der alte Name für Israel, ja, verkündige ihnen ihre Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen meine Wege wissen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit schon getan und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern mich zurecht und wollen mit ihrem Gott rechten. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum tun wir unserem Leibe wehe und du willst es nicht wissen? Siehe, sagt Gott dann, wenn ihr fastet, so übt ihr doch euren Willen und treibt alle eure Arbeiter. Er sagt, ihr fastet doch gar nicht richtig, das ist überhaupt keine Hingabe, die ihr macht. Das ist ein Pseudo-Gottesdienst, den ihr macht, eine Pseudo-Frömmigkeit, eine Pseudo-Predigt, ein Pseudo-Glaube, Pseudo-Hingabe, Pseudo-Nachfolge. Das ist nicht echt. Ja? Das wirft Gott vor und dann kommt der Abfall über die Christenheit, ja? Dann sagt er, was tatsächlich ein Fasten ist, wie das Fasten tatsächlich aussehen sollte. Und dass es eigentlich nicht ein Fasten ist, wo man sich selber kasteit, ja, sondern ein Fasten ist, wo man dem Hungrigen Brot gibt, ja. Und die im Elend sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Wir sollen Christus darstellen. Wir sollen für den Nächsten, den sollen wir lieb haben, Gott lieb haben und den Nächsten. Das ist ein Fasten, was Gott gerne will, ja. Ja, ich weiß, die Christen machen alle Heilfasten wegen Bauch, wo haben die Verdauungsprobleme. Das ist das Problem der Christen. Ich habe so schlechte Verdauung und ich habe auch, naja, ich möchte nicht spotten darüber. Das ist doch ihr Problem, oder? Das sind die Probleme, die anderen Probleme möchte ich gar nicht nennen. Ist unser Problem noch unsere Situation vor Gott? Ist unser Problem noch, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ist unser Problem noch, wo stehe ich im Glauben? Was soll ich ändern in meinem Leben? Welchen Auftrag hat Gott für mich? Welche Probleme hat denn die Christenheit? Ja, muss ich nächstes Jahr das neue Golfmodell haben, das neue iPhone, den neuen Flachbildschirm, wieder nach Malle? Ja? Ganz irdische Probleme, ganz, ganz einfache irdische Probleme haben die Christen. Und da hängen sie fest, ihre Herzen hängen dran fest. Und deswegen kommen sie auch nicht vorwärts. Ja? Und das ist ein Problem. Ja? Als dann, sagt Gott, wenn du so ein Fasten übst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Besserung wird schnell wachsen, es wird dir besser, schnell besser gehen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Das ist so eine feine Balance zwischen Tadel und Verheißung, ja? Das ist nicht bitter, was Gott hier tut. Das ist geistliche Chiropraxis. Hier sollen Leute eingerenkt werden, ohne dass sie dabei verletzt werden. Gott will, dass man zurechtkommt. Er spricht die Dinge offen an, aber nicht bitter, ja?
Das ist keine bittere, das ist eine strenge Predigt, aber keine giftige Predigt. Und diese Ausgewogenheit, die finde ich so schön, ja, wie Gott da umgeht. Wenn ihr Älteste seid in der Gemeinde, ja, und ihr habt Geschwister, die fehlen, dann muss man in der Art und Weise mit denen sprechen. Man muss das offen ansprechen, aber man darf nicht bitter sein mit denen, ja. Man darf die nicht verurteilen. Man soll die versuchen, wieder zurückzubringen. Man soll die versuchen, wieder zu gewinnen, ja, dass die wieder zurechtkommen. Das kann uns allen passieren. Wir können alle in Sünde fallen. Ja, das kann uns allen passieren. Und wenn man zu streng ist, dann macht Gott das vielleicht auch mal, dass man in Sünde fällt, damit man nochmal neu Verständnis für andere bekommt. Ich kenne einen Bruder, der war auch Pastor, der hat immer sehr streng über Ehescheidung und Wiederheirat hat er gepredigt. Da hat Bücher drüber geschrieben. Und eines Tages ist seine Frau weggelaufen. Dann hat er noch ein Buch geschrieben, dann, dass man wieder heiraten darf. Und dann hat er wieder geheiratet. Hat sich da jemand freigeschrieben? Das hat für mich ein Geschmäckle. Warum hat er denn dieses Verständnis, vielleicht wo eine Ehe scheitert, nicht auch wenn seine Ehe gut ist? Ja, muss man denn selber erst in so ein Fettnäpfchen treten, um dann auch Barmherzigkeit mit anderen zu haben? Und in welchen anderen Disziplinen fehlt denn dann noch auch Barmherzigkeit? Und schreibt man sich dann schnell ein Büchlein, schreibt sich frei und heiratet dann wieder? Ja, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe dann ein Problem mit. Ist für mich nicht glaubwürdig sowas. Ja, glaubwürdig wäre das, wenn jemand eine gute Ehe hat und hat trotzdem Verständnis, wenn jemand sagt, meine Ehe ist total gescheitert. Ja, und wir haben beide dran gearbeitet, es hat nicht geklappt. Da habe ich Verständnis für. Das ist auch ehrlich, das ist echt. Ja. Naja, gut. Aber sollte das ein Fasten sein? Das ist aber ein Fasten. Ja. Das Gericht droht, ja, dann wirst du rufen, so wird der Herr dir antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit Fingern zeigen, noch übel reden und wirst den Hungrigen finden lassen, dein Herz und die elende Seele sättigen, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Sagt er, das möchte ich gerne von euch. Das ist eine Buße. Keinen Rosenkranz beten, ja, sondern Gemeinschaft haben, ist eben mit Mensch sein. In seiner positiven Art und Weise, ja, Christus darstellen, gewinnend sein, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welcher es nimmer an Wasser fehlt. Das ist ein viel stärkeres Bild als bei uns, ja. Also bei uns fehlt ja nicht an Wasser. Wir haben ja Wasser, das ist ja viel zu viel Wasser, was vom Himmel kommt bei uns, ja. Aber in der Wüste, wo es trocken ist, wo du Durst hast, ein frisches Quellwasser zu bekommen. Und das schreibt er hier auch. Der Herr wird dich immer da führen. Und du wirst selber eine Wasserquelle werden, welches nimmer an Wasser fehlt. Das hat Jesus doch mal gesagt, oder? Von des Leib werden Ströme lebendigen Wasser fließen, ja. Das scheint irgendwie aus Jesaja hier angelehnt zu sein, ja. Und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist, und wirst grundlegend der für bleibe, und sollst heißen der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Jemand, der etwas aufbauen kann, der vielleicht auch geistlich etwas aufbaut. Nicht jemand, der nur verwaltet, oder noch schlimmer, jemand, der nur abbricht, jemand, der nur reduziert, ja, sondern jemand, der aus Gottes Gnade, weil Gott einfach Gnade gibt dafür und das tut, weil er das von Herzen lebt. Ja, dass das jemand ist, der Wege bessert und der Lücken verzäunt, dass man da wohnen kann, dass man Haus Gottes hat. Ja, das fehlt heute. Das war früher, war das so. Und jetzt kommt das endgültige Gericht und dann kommen wir aber auch zum messianischen Friedensreich. Und hier müssen wir noch kurz durch, das ist dunkel, aber da gehen wir noch so durch. Ja, siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Eure Hände sind mit Blut befleckt, weil ihr am Bach unten wart. Ja, und die Eliten auch in den Kirchen, die sind alle erpressbar geworden. Die machen alle mit. Wenn die nicht mitmachen, kommt alles raus. Ja? Ein Pfarrer hat mal in der Kirche sonntagmorgens gepredigt, liebe Gemeinde, es ist alles rausgekommen. Da haben 3 Selbstmord begangen und 4 sind weggezogen. Mehr hat er gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, es ist alles rausgekommen. Ich habe das auch mal einem Bruder gesagt, ich weiß alles. Dann sagt der Bruder zu mir, weißt du das selber oder haben dir das andere gesagt? Dann sage ich, du brauchst nichts zu machen, ich weiß alles. Es ist alles rausgekommen. Das sind keine angenehmen Gespräche, oder? Das war eine kluge Antwort, oder? Hast du das selber rausgeredet oder haben dir das andere gesagt? Weißt du überhaupt, wovon du sprichst? Wenn ich sage, der und der hat mir es gesagt, wer hat es gesagt? Wer war das? Muss ich mal Nachforschungen anstellen.
Und Motive kannst du nicht beurteilen. Und Taten weißt du ja keine. Prösterchen. Das sind Gespräche. Und das ist, als ob die Schlange euch gegenüber sitzt. Ja? Das ist eine Schlangenklugheit. Das ist nicht die Klugheit Gottes. Und wenn du da nicht sattelfest bist, dann weht's dich weg. Die wehen dich aus der Gemeinde raus. Ja? Da musst du stehen können. Und da brauchst du auch selber geistlich auch den Rücken frei. Ja? Da muss ich mit Jesus im guten Verhältnis sein. Und ich muss wissen, was stoße ich denn da jetzt an? Wie soll denn der Mann da raus? Das Gespräch ging dann weiter. Ich habe das einmal ihm gesagt, was ich da weiß. Und dann hat er gesagt, mich kotzt das alles an hier. Ich werde am liebsten alles hinschmeißen, meine Ehe, mein Beruf, das kotzt mich. So ist das Gespräch verlaufen. Am Anfang noch ganz eloquent, weißt du selber oder was oder wie, komme ich hier noch raus? Und dann bricht es raus da, der ganze Eiter. Ja, das ist im Menschen drin. Wir wissen nicht, was der Mensch kann, was der Mensch tut, was sich da so aufstauen kann in so einem Menschenleben, ja? Was immer noch mitgeschleppt wird, wo die Fassade noch vorgehalten ist, wo man noch irgendwo sagt, ich bin doch toll. Der hat auch gepredigt, der hat auch Einleitung gemacht in der Gemeinde. Ich habe gedacht, das ist fast wie eine andere Stimme. Das ist Finsternis. Ja? Wie geht man damit um? Ja? Eure Hände sind mit Blut befleckt, eure Finger mit Untugend. Eure Lippen reden Falsches, eure Zunge dichtet Unrechtes. Es ist niemand, der von Gerechtigkeit predige oder treulich richte. Man vertraut aufs Eitle und redet nichts Tüchtiges. Mit Unglück sind sie schwanger. Das ist auch eine Art von Schwangerschaft, oder? Die brüten da was aus. Die überlegen, wie sie euch kitten können. Die überlegen, wo Schwachstellen sind, wie sie euch demontieren, weil ihr stört. Ihr müsst weg. Ja? Mit Unglück sind sie schwanger und sie gebären Mühsal. Uiuiui, ja? Sie brüten Basiliskeneier und wirken Spinnwebe. Isst man von ihren Eiern, so muss man sterben. Zertritt man's aber, so fährt eine Otter heraus. Wir sind hier, ja? Das ist Finsternis hier. Das ist ja Dracula, oder? Spinnweben, Otterneier, Vipern, Schlangeneier. Was wird denn hier im Bild gezeichnet? Ja? Das ist ja Shakespeare'sche Finsternis, die hier gezeigt wird, ja? Ihre Spinnweben taugen nicht zu Kleidern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja? So eine Spinnwebenhose, die taugt nichts, ja? Ja? Ihre Spinnweben taugen nicht zu Kleidern und ihr Gewirke taugt nicht zur Decke, denn ihr Werk ist Unrecht und in ihren Händen ist Frevel. Ihre Füße laufen zum Bösen. Jetzt sind wir im Römerbrief, oder? Und sie sind schnell, unschuldig Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unrecht. Ihr Weg ist eitel Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht. Römer 2. Paulus zitiert das, ja? Und es ist kein Recht in ihren Gängen. Sie sind verkehrt auf ihren Straßen. Und wer darauf geht, der hat nimmer Frieden. Darum ist das Recht fern von uns. Und wir erlangen die Gerechtigkeit nicht. Wir harren aufs Licht, aber siehe, so wird's finster. Auf den Schein und siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Wir tappen nach der Wand wie die Blinden. Wir brummen wie die Bären und wir ächzen wie die Tauben. Der Glaubensweg ist schwer, der Boden ist tief. Man hat Mühe, man kommt kaum noch weiter. Man hat kein Licht, man weiß nicht wohin. Man hat das Wort Gottes vergessen, ja? Und das ist schwer geworden, das Evangelium. Alt, wie eine alte Frau. Alte, mühsame Wege geht man. Das wird hier beschrieben. Wir tappen nach der Wand wie die Blinden. Wir haben kein Licht. Wir haben keine Verheißung. Wir kennen Christus nicht. Wir kennen den Weg nicht mehr. Wir brummen wie die Bären und ächzen wie die Tauben. Denn unsere Übertretungen sind zu viel. Mit Übertreten und Lügen wider den Herrn und Zurückkehren von unserem Gott und mit Reden zum Frevel und Ungehorsam, mit Trachten und Dichten falscher Worte aus dem Herzen. Ja, die Wahrheit fällt auf der Gasse, die Wahrheit ist dahin und wer vom Bösen weicht, der muss jedermanns Raub sein. Solches sieht der Herr und es gefällt ihm übel, dass kein Recht ist und er sieht, dass niemand da ist und verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Darum hilft er sich selbst mit seinem Arm. Wer war das noch? Jesus, der Messias. Der kommt jetzt, der räumt diesen ganzen Raddel, den räumt er auf. Diesen ganzen Augias-Stall, diesen Saustall räumt er auf. Der Heiland kommt und macht das alles sauber. Das wird alles ausgefegt mit dem Schwert. In Habakuk steht, wenn Christus kommt, geht Pestilenz vor ihm aus. Ja, du hast es gestern Nacht oder heute Nacht gelesen, ja? Da geht Pestilenz vor ihm aus. Als Jesus zum ersten Mal kam, da ging das Heil von ihm aus. Er war der Heiland der Welt. Aber wenn er zum zweiten Mal kommt, kommt er als Zwingherr. Und der Teufel lässt sich die Welt nicht einfach so aus den Händen nehmen. Der Herr Jesus muss dem Teufel die Welt aus den Händen reißen. Das muss er ihm wegreißen mit Gewalt. Dann kommt Christus zum Gericht. Ja?
Das ist der Vers, den er liest in Lukas 4, wenn er in der Synagoge ist. Dann wird ihm ja die Schriftrolle da gereicht, ja. Und dann liest er aus der Schriftrolle vor. Und dann liest er folgende Verse. Der teilt ja den Vers dann da auf. Denn der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Punkt. Dann macht Jesus das Buch zu, setzt sich hin und sagt, das ist heute vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Aber er schneidet ja den Vers mitten auseinander. Weil er müsste ja doch eigentlich ordentlich auch zu Ende lesen. Warum macht der Herr das denn nicht? Ja? Da steht zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Das heißt also, hier sind beide Ankünfte Christi in einem Vers zusammengefasst und Jesus liest nur so weit, wie er es erfüllt hat. Das ist das erste Kommen Christi, ja? Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, ein Erlassjahr, ein Freijahr, ein Jahr der Befreiung für alle. Und er wird kommen, um wegen eines Tages der Rache unseres Gottes zu trösten alle Traurigen. Ja, das wird sein, Jesus sagt in der letzten Zeit, es wird ein Zorn über dieses Volk sein und es wird ein Tag der Rache sein über dieses Volk, weil sie nicht geglaubt haben. Wenn Christus zum zweiten Mal kommt, kommt er als Rächer und als Jesus in der Synagoge sitzt, 14 und Folge 18, ja. Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Schule oder in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und er fing an zu sagen zu ihnen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ja? Wie gut Jesus sein Wort kannte. Ja? Der hat das gelesen nur bis dahin, bis zum ersten Kommen. Aber beim zweiten Mal, wenn er zum zweiten Mal kommt, dann kommt er zu einem Tag der Rache. Dann wird ein Tag der Rache kommen, dann wird er rächen. Darum hilft sich Gott, der Herr, mit seinem Arm, mit Christus. Dann kommt Christus und seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt einen Helm des Heils auf sein Haupt und zieht sich an zur Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Rock. Als der seinen Widersachern vergelten und seinen Feinden mit Grimm bezahlen will, ja, den Inseln will er bezahlen, dass der Name des Herrn gefürchtet werde vom Niedergang und seine Herrlichkeit vom Aufgang der Sonne, wenn er kommen wird wie ein aufgehaltener Strom, den der Wind des Herrn treibt. Ruach, der Ruach Gottes, der Geist Gottes kommt, der Messias kommt, Christus kommt zur Rache. Jesaja 59, jetzt kommt Römer 11. Denn denen zu Zion wird ein Erlöser kommen und denen, die sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr. Ja? Da haben wir doch gesagt ganz am Anfang, wann kommt denn der Erlöser nach Zion? Naja, wenn Jesus wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. Ach, deswegen zitiert der Paulus in Römer 11, Jesaja 59. Ja? Jetzt verstehen wir das, weil der Paulus wusste, das ist Gerichtszeit für die Gemeinde Jesu. Und wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Denn denen zu Zion wird ein Erlöser kommen. Christus kommt wieder auf den Ölberg. Und die, die sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr. Und ich mache solchen Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der bei dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Munde nicht weichen, noch vom Munde deines Samens und Kindeskindes, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Dann kommt Christus wieder und dann richtet er sein Reich auf. Mache dich auf, werde Licht. Das war doch am Anfang, die ersten Verse haben wir doch gelesen in Jesaja 52. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Christus kommt, Christus wird sein Königreich aufrichten. Versteht ihr, wie exakt das ist, wenn Paulus den Römerbrief schließt, in Römer 11, mit Jesaja 59? Der hat das alles hier im Kopf. Der weiß das. Und der weiß noch andere Zyklen in Jesaja, die da noch stehen. Das weiß der Paulus alles. Der weiß vom zweifachen Geburtszeitpunkt der Tochter Zion. Einmal war er nicht dabei, ja, zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Und beim zweiten Mal, das liegt noch in der Zukunft, er ist zwischendrin zur Wiedergeburt gekommen. Er ist eine unzeitige Geburt. Der Paulus hat die ganze Palette von Jesaja hat er im Hinterkopf, wenn der das schreibt. Und wir unterschätzen das Wort Gottes, wenn wir da so flüchtig drüber lesen.
Das darf man in der stillen Zeit machen. Da darf man einfach über Römer 11 mal einfach zügig drüber lesen. Das ist gar keine Frage. Aber es ist eine große Freude, wenn man da tiefer eindringt und man kommt plötzlich zu sowas hier. Also wenn ich dann Römer 11 gelesen habe und sage, wieso zitiert denn der Paulus da Jesaja 59 und wieso zitiert er da mal Jesaja 54 im Galaterbrief? Da sage ich, Galater und Römer, beide aus diesem, was ist denn dazwischen? Moment, und hier war doch, das Kapitel kenne ich doch, das ist ja vom Herrn Jesus, das Jesaja 53. Hängt das da vielleicht zusammen? Wie passen die denn da rein, diese Kapitel dazwischen? Und dann sieht man plötzlich, ah, das Königreich wird hier erwähnt. Dazu musste Christus sterben. Dann kommt die Gemeinde Jesu, ja? Dann kommt am Endzeit der Gemeinde Abfall. Dann wird das Gericht angedroht, dann wird das Gericht ausgeübt und dann wird Jesus König sein. Dann haben wir ja hier Dispensationalismus. Ja. Ja, aber das ist dann Jesaja. Naja, macht ja nichts. Ist auch Gottes Wort, ja? Das heißt, wir haben also das, was wir hier an Dispensationismus haben, dass auch am Ende wieder ein Israel sein wird. Das haben wir hier in Jesaja schon stehen seit 2800 Jahren. Das ist mal wohl spannend. Und es ergeben sich ja noch andere Fragen. Wir haben ja gestern Abend davon gesprochen, dass die 70 Jahrwochen bis zu Antiochos Epiphanes gerechnet werden. Ja? Blende, ja? Von 605 bis Antiochos Epiphanes. Und nicht bis Christus. Das heißt aber, mit der alten Rechnung hat man geglaubt, dass man genau rechnen konnte, dass Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist. Und diese Möglichkeit fällt dann ja weg. Und jetzt haben wir ein Problem. Weil jetzt stellt sich ja die Frage, war Jesus wirklich der Messias? War der Zimmermann aus Nazareth der Messias? Das ist die Frage. Dass der Messias kommt, das ist klar. Das war ja bei Libby und Itkin in der Diskussion, ja? Da war ja die Frage, ist Jesus im Alten Testament erwähnt? Und dann ging es nachher dann zu der Frage über, eigentlich müsste man genau fragen, ist der Messias im Alten Testament erwähnt? Das hat Libby ja immer wieder auch behauptet und das stimmt ja auch. Das sagt der Rabbiner auch. Wenn ich der Rabbiner gewesen wäre, hätte ich gesagt, natürlich ist der Messias im Alten Testament erwähnt. Das ist aber nicht die Frage, die ich an Sie habe. Wenn ich der Rabbi gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich wüsste gerne von euch, ob der Zimmermann aus Nazareth, den man Jesus nannte, ob der der Messias war. Das ist die Frage. Oder ob der Messias erst noch kommt. Oder ob er schon da gewesen ist in der Person Jesu. Das ist die Gretchenfrage. Das haben beide aber nicht behandelt. Und ich war froh darüber, weil da scheitern wir Christen dann nämlich plötzlich. Und jetzt haben wir nämlich ein Problem. Könnten wir nachweisen, dass Jesus, der Zimmermann von Nazareth, dass das der Messias war? Könnten wir das sehen? Ja, das können wir hieran sehen, an dieser Folge. Weil wir sehen ja, dass das hier, das ist deutlich Christus, der gestorben und geopfert wurde auf Golgatha für die Sünden der Welt. Das ist für mich so ein Fixpunkt. Und dass Christus sein Königreich aufrichtet hier hinten, das wissen wir, weil hier der Arm des Herrn genannt wurde, weiß hinterlegt. Und hier kommt der Arm des Herrn, weiß hinterlegt, ja? Das heißt, Christus wird sein Königreich aufrichten hier. Ja? Und zwischendrin ist die Gemeinde Jesu. Und das sehen wir seit 2000 Jahren, dass es die Kirche Jesu Christi gibt. Das könnt ihr alle bezeugen. Wir sehen, dass Israel seit 2000 Jahren beiseite gesetzt ist. Israel scheint etwas sehr Schlimmes gemacht zu haben, dass Israel keinen Tempel hat. Kein Priester, hohen Priester, kein Opfer, keine Reinigung für seine Sünden. Was haben die gemacht, was so schlimm war, dass sie 2000 Jahre außer Landes waren? Die haben ihren Messias gekreuzigt. Das heißt, wir können an dem Zyklus hier sehen, Christus ist da, hier kommt die Gemeinde aus den Juden, das sind wir, ja, das ist die Gemeinde aus den Heiden. Das war die Zeit während der 2000 Jahre. Das ist unsere Zeit heute. Wir leben in dieser Abfallszeit und wir leben in einer Zeit, wo Gericht kommt. Jesaja 57, 58, 59. Hier sind wir heute. Das ist ein Barometer, ein Thermometer für unsere Zeit. Und das kennen wir alle aus der ganz profanen Geschichte, aus der Historie von 2000 Jahren Christenheit in Europa. Das ist der Beweis dafür, dass Jesus der Messias war. Der Zimmermann, das ist wahr. Und das können wir hier aus Jesaja, aus dieser Abfolge können wir das sehen. Aber wenn das wahr ist, dann ist das ja auch wahr, dass er sein Königreich aufrichtet. Ja, noch viel mehr, dass er uns zu sich holt. Denn wenn diese Kapitel alle schon in Erfüllung gegangen sind und wir davon wissen, dann kommt der Rest hier auch. Und dann ist auch das wahr. Ja, das ist aber schön. Ja, wir sind auch nicht klugen Fabeln gefolgt. Wir folgen Gottes Wort. Das ist Heilsgewissheit. Ja, das machen wir da fest. Das können wir da sehen. Das ist Gottes Wort, das ist wahr. Ja?
Ja, hier wird jetzt das Königreich beschrieben. Mache dich auf, werde Licht. Machen wir kurz noch so, um dann einen Abschluss zu bekommen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, Israel. Gott wird Israel wieder annehmen, natürlich. Ja? Gott wird wieder zu Israel zurückgehen, dann wird Israel auch wieder Gottes Volk sein. Weil Israel sich dann zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bekehrt hat. Aber Israel wird dann nicht wiedergeboren werden. Die Wiedergeburt des Staates Israel ist kein Heilsbegriff aus der Bibel, das ist ein Begriff des Zionismus. Ja? Das steht nicht in der Bibel so. Und wenn Israel zu Gott umkehrt, oder das, was von Israel dann noch übrig ist, nachdem zwei Drittel ja umgekommen sind und der Rest nochmal geläutert wurde, dann ist ja von Israel nur noch ein ganz klein bisschen übrig. Aber das ist echt Israel, echtes Israel. Und das wird Gott zu sich rufen und damit wird Gott sein Königreich dann aufrichten. Da sind wir aber längst entrückt. Da sind wir ein Teil Christi, oder? Da muss man schweigen drüber. Das sind Worte, die Paulus in der Ewigkeit gehört hat, die einem Menschen nicht gehören auszusprechen. Was heißt das denn, wenn wir teilhaftig werden göttlicher Natur? Was heißt das denn, wenn er das Haupt ist und wir die Glieder? Was heißt das denn, Vater, ich will, dass sie alle eins sind, so wie du in mir und ich in dir, dass sie auch in mir sind? Was heißt das denn? Da schweigen wir, da schweigt die Bibel, da schweigen wir auch. Aber da kommt etwas Großes. Da kommt etwas, was die Leiden der Jetztzeit nicht wert ist, dass die nur erwähnt wird. Das dürfen wir Westeuropäer sowieso nicht sagen. Ja? Das schlimmste Leiden, was wir erleben, dass mal einer schmunzelt über uns. Ja? Da würden die in Russland würden da ja lachen drüber, über so eine Schmach. Ja? Aber trotzdem steht das ja in der Schrift. Gott wird das offenbaren. Was wartet denn da? Warum ist das denn unsere Aufgabe, Christus darzustellen? Luther hat gesagt, ich bin Christus. Ich bin in Christus, ich bin ein Teil Christi. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das wartet auf die Gemeinde Jesu. Wieso wollen denn so viele Christen zurück ins Gesetz? Wieso muss ich jetzt einen Sabbat halten? Wieso darf ich kein Schweinefleisch essen? Wieso darf ich keine gemischten Kleider tragen? Wieso muss ich jetzt am Sabbat dies und das und jenes nicht tun? Ja? Was ist denn da los mit der Christenheit? Die ist irdisch geworden, die Christenheit. Die ist irdisch gesinnt, die ist nicht mehr geistlich gesinnt. Paulus sagt, seid geistlich, seid nach dem gesinnt, was droben ist, da wo eure Heimat ist, da wo Christus ist. Und die Christenheit wird irdisch gesinnt. Die wollen Matzen essen, die wollen siebenarmigen Leuchter haben, die wollen Leute, also bald, demnächst gibt es zu Weihnachten Beschneidungsbesteck. Ja? Ich übertreibe mal ein bisschen. Aber das wird noch weitergehen. Ja? Das wird noch weitergehen. Israel wird Christus ersetzen. Die werden uns unseren Herrn Jesus wegnehmen. Ja, müsste man in Ruhe mal sprechen drüber, aber die Tendenzen, die sind schon da. Das Heil kommt von den Juden, das ist gerade so Schlagwort, es geht überall so rum, das Heil kommt von den Juden. Und dann sollen wir das so verstehen, als ob das Heil von dem Volk Israel da unten kommt. Das Heil kommt nur von einem, das kommt von Jesus Christus. Und der war aus Juda. Und das meint der Vers. Der sagt das nämlich Johannes 4 zu der Frau im Jakobsbrunnen. Die sagt, wo sollen wir denn anbeten? Hier in Samaria oder in Juda? Wo ist denn da die Richtung? Und da sagt Jesus, das Heil kommt von den Juden. Und ihr müsst Gott im Geist anbeten, denn Gott ist Geist, denn er will im Geist in der Wahrheit angebetet werden. Das ist doch nicht von dem irdischen Volk Israel kommt doch kein Heil für Christen. Aber wisst ihr, die Christen sind so töricht geworden. Oder soll ich dümmlich sagen? Oder soll ich noch was anderes? Will ich nicht sagen, ja? Die sind so töricht geworden, die Christen, dass die so einen Blödsinn glauben. Das ist antichristlich. Das führt von Christus weg. Das Heil kommt nicht aus den Juden. Heil kommt bestenfalls aus den Juden, weil Jesus Jude war. Da gehe ich noch mit. Aber das Heil der Welt kommt vom Messias Jesus, vom Jesus Christus. Da halten wir dran fest. Und das wird uns irgendwann vorgeworfen werden. Ja? Da halten wir trotzdem fest dran. Da sind wir ein bisschen trotzig, sind wir ein bisschen sperrig. Weil wir halten hier dran fest. Weil Gott hält ja auch an uns fest. Ja? Aber das sind Tendenzen, die da sind, ja. Aber irgendwann wird Gott Israel auch wieder holen, ja. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Christus ist das Licht, der kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das wird eine finstere Zeit sein, wenn Christus kommt. Der Tag des Herrn wird ein finsterer Tag sein, ja. Ein nebliger Tag, ein dunkler Tag. Und plötzlich wird's hell werden. Das ist der Tag des Herrn. Und wenn die Völkerschaften im Dunkeln sitzen, Blackout, kein Internet, kein Strom, keine Kraftwerke, oder das scheint es ja irgendwie zu sagen, ja?
Die Völker sitzen im Dunkel, das heißt natürlich auch im übertragenen Sinn, ja? Aber denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, über Israel. Und dann leuchtet Zion, dann leuchtet Israel und breitet sich diese Herrlichkeit Gottes, breitet sich aus über die Völker bis zum Euphrat und Tigris und runter bis zum Nil. Dann wird groß Israel entstehen. Nicht jetzt, dann. Wer wird das machen? Jesus, der Messias ist. Dann wird Israel groß werden und vom Euphrat bis zum Nil sein und eine Straße wird sein von Ägypten und von Assyrien nach Jerusalem rauf zum Tempel, wo die Völker anbeten werden und wenn sie nicht nach Jerusalem kommen, wird es nicht regnen über sie. Und dann wird die Herrlichkeit über die ganze Welt sich ausbreiten, weil dieser Stein, der das Standbild an die Füße schlägt, wird ja ein großer Fels, der die ganze Welt füllt. Ja? Dann wird Christus der Herr über alle Welt sein. Wo sind wir denn da? Wo sind wir denn da zugekommen? Was ist uns denn geschehen? Ja, das ist ja herrlich, was Gott mit uns vorhat. Wir gehen nicht zurück zum Berg Sinai. Wir gehen nicht zurück zum Gesetz. Wir gehen immer weiter zu Jesus. Ja, stur in der Spur. Wir gehen immer weiter mit Jesus. Immer weiter. Und wir werden immer vertrauter mit ihm. Wir wissen immer besser, wer unser Heiland ist. Und wir werden Feinschmecker. Ja? Und das zu schmecken, wenn man davon geschmeckt hat, dann will man nicht mehr zurück zum Gesetz. Das ist uns dann zu wenig. Ja. Dann wollen wir satt werden an seinem Bilde, wenn wir erwachen, sagt der Psalmist. Ja. Wir beten noch zusammen und dann vielleicht haben wir noch ein paar Fragen. Da singen noch ein Lied. Ja. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort so lesen dürfen. Was hast du vor mit uns, Herr? Wo soll unser Weg hingehen? Was heißt das, dass wir dein Leib sind, dass du uns von deinem Geist gibst? Danke, Herr, dass du uns gerettet hast, dass du uns unsere Schuld vergeben hast, dass du auf Golgatha gestorben bist für uns und dass das Werk Gottes durch dich vorangehen wird in der ganzen Welt und auch in der Endzeit, auch in Israel und auch mit deiner Gemeinde in der Endzeit. Danke, dass dein Wort wahr ist und korrekt ist und exakt ist und dass wir uns daran halten dürfen. Danke, dass wir Hoffnung haben, weil wir sehen, dass Teile davon doch schon in Erfüllung gegangen sind vor unseren Augen. Und dass wir deswegen auch hoffen und wissen, dass der Rest auch in Erfüllung geht, weil dein Wort nicht leer zurückkommt und weil du dein Wort voll machst und voll machen wirst, Herr. Danke, dass wir so als Freizeitgemeinschaft so zusammen sein können, dass wir gegenseitig uns kennenlernen dürfen und Gemeinschaft haben dürfen untereinander, mit dir Gemeinschaft haben dürfen durch dein Wort. Danke für die Tage. Bitte ich auch um deinen Segen für die, die jetzt schon nach Hause fahren, dass du bei ihnen bist und sie auch bewahrst. Und dass du auch uns segnen möchtest noch an dem Abend jetzt, dass du die Gespräche segnest und unter uns bist, so wie du auch zugesagt hast, Herr. Wir preisen und wir rühmen deinen Namen. Amen.